Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Pecunia. Und welches Thema wir Ihnen heute anzubieten haben, sehen Sie jetzt. Mehr als zwei Drittel aller Deutschen haben Angst vor den Kosten eines Rechtsstreits. Auch deshalb hat die Nachfrage nach Rechtsschutzversicherungen in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Die Streitigkeiten vor deutschen Gerichten nehmen stetig zu. Wer sein gutes Recht erstreiten will oder sogar verklagt wird, der muss einen Anwalt verpflichten. Denn in Deutschland herrscht eine Anwaltspflicht. Das ist mit sehr hohen Kosten und einem hohen Kostenrisiko vor allen Dingen verbunden. Hiergegen kann man sich schützen in Form eines Rechtsschutzvertrages. Worauf man achten sollte, in ganz besonderer Weise, erfahren wir in der heutigen Sendung. Recht zu haben und Recht zu bekommen, das sind ja bekanntlich zwei ganz unterschiedliche Dinge. Welche Bedeutung deshalb eine Rechtsschutzversicherung hat, zeigt sich unter anderem auch an der hohen Zahl der bearbeiteten Fälle. Fast 4 Millionen sind es jährlich. Eine Rechtsschutzversicherung ist ein privatrechtlicher Versicherungsvertrag. Der Versicherte zahlt eine Prämie, im Gegenzug übernimmt die Versicherung die erforderlichen Leistungen für die Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen. Geregelt wird das in Deutschland nach dem Versicherungsvertragsgesetz und dessen vertraglichen Vereinbarungen, die regelmäßig in Form von allgemeinen Geschäftsbedingungen geschlossen werden. Der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft veröffentlichte letztmals im Jahr 2012 aktualisierte unverbindliche Musterbedingungen, die in der Praxis häufige Verwendung finden. Ob die Deutschen immer streitsüchtiger werden oder nicht, lassen wir mal dahingestellt sein. Tatsache ist, die Streitigkeiten vor den Gerichten nehmen stetig zu. Und das ist mit hohen Kosten verbunden für Rechtsanwälte, Gerichtskosten und natürlich Sachverständigenkosten. Was man dagegen tun kann, um sich abzusichern, zum Beispiel in Form von einem Rechtsschutz, das erfahren wir in der heutigen Sendung. Und mein Studiogast heute ist der Rechtsschutzexperte Herr Michael von Rhein. Ich begrüße Sie in unserer Sendung. Guten Tag, mein Hallo. Ja, die Streitigkeiten nehmen immer stärker zu. Werden wir Deutschen immer streitsüchtiger oder woran liegt das eigentlich? Also wir leben in einer Ellenbogengesellschaft, Herr Magnutzki. Sie haben recht, die Streitigkeiten nehmen zu. Wir haben etwa 80.000 Gesetze und Verordnungen. Wir haben 2,4 Millionen Unfälle, 500.000 Fälle vom Arbeitsgericht, 400.000 Nachbarschaftsstreitigkeiten und sind dabei, unsere Gerichte zu blockieren. Und wir haben mittlerweile fast 160.000 Rechtsanwälte, was auch die Auswahl, ich sage, des richtigen Rechtsanwaltes nicht einfacher macht für den Konsumenten, für den Verbraucher. So, jetzt werde ich von jemandem verklagt und bin der Meinung, das ist völliger Blödsinn. Ich bin doch eigentlich im Recht. Ja. Kann ich da nicht hingehen und mich bei Gericht selber verteidigen? Bin ich gezwungen? Muss ich mir einen Anwalt nehmen? Also wir unterscheiden ja Zivilrecht und Strafrecht. Und im Zivilrecht können Sie sich vor Amts- oder Landgerichten selbst verteidigen, in der Theorie. In der Praxis warne ich davor, weil, wie gesagt, 80.000 Verordnungen und Gesetze, das ist für einen Nichtjuristen nicht zu packen. In welchen Fällen muss man denn oder bietet es sich an, sich anwaltlicher Hilfe zu bedienen oder vielleicht Sachverständigenkosten? Kann man das so sagen, wann das besonders wichtig ist, dass man einen Anwalt braucht oder wann vielleicht auch nicht? Also es gibt existenzbedrohende Risiken, ja. Das ist Sozialrecht, das ist Arbeitsrecht durch eine ordentliche, außerordentliche Kündigung. Denken Sie an Verkehrsunfälle mit Personenschäden und da muss man auf jeden Fall einen Anwalt haben. Jetzt gibt es ja Rechtsschutz, ne? Das sagt ja der Name schon, man hat die Möglichkeit, Rechtsschutzverträge abzuschließen, damit dann eben bestimmte Kosten übernommen werden, sage ich mal. In welchen Fällen bietet sich denn oder bei welcher Person oder Zielgruppe bietet sich denn ein solcher Rechtsschutz in besonderem Maße an? Kann man das so sagen? Also ich habe nach meiner Erfahrung, Herr Magnutzki, immer gesagt, je sozial schwächer jemand aufgestellt ist, ob Einzelperson oder in der Familie, je wichtiger ist die Rechtsschutzversicherung. Wir haben ja hier in der Sachsparte zwei korrespondierende Versicherungsarten, das ist Haftpflicht. Privathaftpflicht brauchen wir nicht darüber diskutieren, ist das Wichtigste überhaupt. 84% haben eine Privathaftpflicht, 42% einen Rechtsschutz. Das zeigt schon, wo der Trend hingeht. Je sozial schwächer man ist, je wichtiger ist eine Rechtsschutzversicherung, denn sie öffnet einen größeren Spielraum und gibt eben eine Kostensicherheit. Und da ist dann manchmal auch das Problem, jemand, der sozial schwächer ist, hat vielleicht nicht das Geld oder will das Geld vielleicht nicht ausgeben für einen Rechtsschutz, braucht diesen Vertrag aber. Worauf sollte man da achten bei den Kosten?
Ja, also es ist so, dass jeder, der sozial so schwach eingestellt ist oder aufgestellt ist, dass der eine sogenannte Prozesskostenhilfe beim Gericht beantragen kann. Ja. Man kriegt dann einen mehrseitigen Bogen und muss macht praktisch einen finanziellen Striptease machen. Und dann entscheidet das Gericht, ob man die Prozesskostenhilfe in Anspruch nehmen darf oder nicht. Aber es, wie der Name schon sagt, es geht nur um die Prozesskosten. Und ich muss hier erstmal einen Anwalt einschalten und der will einen Vorschuss haben. Okay, vielen Dank zunächst. Ja, liebe Zuschauer, wer verklagt wird oder sein gutes Recht erstreiten will, der braucht einen Anwalt. Es kann teuer werden. Ein Rechtsschutz schafft Abhilfe. Wir haben erfahren, worauf man achten sollte. Und im zweiten Teil gleich wollen wir das noch ein wenig vertiefen. Also bis gleich. Studio 47. Wir sehen uns. Und da sind wir wieder bei Pecunia. Unser heutiges Thema ist Rechtsschutz und worauf man in besonderer Weise achten sollte. Mein Studiogast ist immer noch Michael von Rhein, Rechtsschutzexperte. Mhm. Ja, Herr von Rhein, bei einem Rechtsschutzvertrag, worauf muss man ganz einfach und platt gefragt in ganz besonderer Weise achten? Was ist da besonders wichtig? Also empfehlenswert ist, dass es eine weltweite Deckung umfasst, der Vertrag. Man sollte auch darauf achten, dass man Internetrechtsschutz inkludiert hat. Den möglichst zumindest europaweit, wenn möglich bei einigen Versichern auch weltweit. Dann haben wir Arbeitsrechtsprozesse, eine Kündigungsschutzklage oder man ist gemobbt worden. Mhm. Die Auseinandersetzungen vor Sozialgerichten nehmen zu. Denken Sie dran, dass Krankenkassen keine Reha-Maßnahme oder so genehmigen. Dann muss derjenige auch loslegen. Mhm. Dabei ist wichtig, dass im Sozialgerichtsrechtsschutz das sogenannte Widerspruchsverfahren, also wo es noch gar nicht vor Gericht geht, beinhaltet. Weil sonst bleibt man auf den Kosten des Anwalts sitzen, wenn dann der Krankenversicherungsträger hinterher einknickt und sagt, du kriegst deine Reha oder ein Krankenhausaufenthalt. Okay, und gibt es irgendeine Berufsgruppe, eine Zielgruppe? Ich habe das gerade schon mal gefragt, wo man in besonderer Weise denken könnte, die sind gefährdet. Unternehmer oder Handwerker oder Hausfrauen oder worauf muss man achten? Also eigentlich alle, aber das ist natürlich eine saloppe Antwort. Ich habe ja vorhin gesagt, wir unterscheiden Zivil- und Strafrecht. Und wenn ich an Strafrecht denke, dann fallen mir schon ein paar Berufsgruppen ein. Das sind die Landwirte. Mhm. Da geht es um Umweltstrafrecht. Das sind die Ärzte, die selbstständigen Ärzte. Wir haben dann auch die Unternehmen selbst, weil die ja ein breit gefächertes Risiko haben. Nicht nur den privaten Teil, sondern auch den geschäftlichen Teil. Und dann ganz besonders, wenn ich an Strafrecht denke, natürlich Polizei, Zoll, Grenzschutz. Das sind Berufsgruppen, Lehrer zum Teil auch. Zumindest Sportlehrer, da geht es dann schon ins Eingemachte, so Richtung sexuelle Belästigung, Nötigung. Und da sind wir Männer dann schon in der Schusslinie. Also doch ein relativ komplexer Bereich, also relativ viele Zielgruppen. Jetzt gibt es ja eine Menge Gesellschaften im Markt, die so einen Rechtsschutz anbieten. Mhm. Ich denke mal, besonders wichtig ist die Ausgestaltung des Vertrages. Worauf muss man hier unbedingt achten? Also es sollte auf jeden Fall ein Rechtsschutzversicherer dahinter stehen, der rund um die Uhr erreichbar ist. Ja. Das heißt, wo es hier erstmal eine kostenlose Rechtsberatung gibt, der Kunde kann Luft ablassen und wenn irgend möglich, kriegt er am Telefon noch eine Deckungszusage. Das heißt, was die Anwalts- und gegebenenfalls die Sachverständigenkosten betrifft, hat er schon mal Ruhe. Ah ja. So, jetzt habe ich so einen Fall. Ich werde verklagt. Wie ist jetzt die Vorgehensweise? Muss ich bei der Versicherungsgesellschaft oder bei dem Rechtsschutzversicherer jetzt anfragen, ob mir Kostendeckung gegeben wird? Wird mir ein Anwalt vorgeschrieben? Oder wie muss man sich das Prozedere, die Abwicklung vorstellen? Also es gibt zwei Möglichkeiten. Der Kunde rennt zuerst zum Anwalt. Der bittet bei dem Versicherer um Deckungszusage. Und dann bekommt er sie oder bekommt sie nicht. Für uns ist der Königsweg anrufen. Wir sagen da salopp unsere 333 in München. Dann gibt es eine Erstberatung. Wenn das komplexe Themen sind, hat er dann die Möglichkeit, der Kunde einen Mediator einzuschalten, so er denn möchte. Das würde ich auch heute als Kriterium nehmen für einen guten Rechtsschutzvertrag, dass das angeboten wird. Und dann kann er, wenn er sagt, nein, mein Widerpart, ob das nun der Nachbar oder Arbeitgeber ist, der will das nicht, dann geht er zum Anwalt, entweder seiner Wahl oder fast alle Versicherer haben heute gute Anwaltsnetzwerke und er kriegt dann vor Ort einen guten Fachanwalt genannt.
auch da muss man aufpassen. Der Rechtsschutz ist heute so komplex, dass bei größeren Kanzleien, wo so 8 Namen draufstehen, sind das nur Fachanwälte. Ah, ja. Das heißt also, wenn da ein Anwalt im Internet ist, der sagt, ich bin Alleinkämpfer, ich habe eine Sekretärin auf 400 Euro Kraft und ich bin spezialisiert auf Familien-, Sozial-, Arbeits- und Verkehrsrecht, Vorsicht. Okay, also wir haben heute mal wieder erfahren, wer sein gutes Recht bekommen will oder auch durchsetzen will, der muss mit hohen Kosten rechnen. Anwaltskosten, Gerichtskosten, Sachverständigenkosten. Vor deutschen Gerichten besteht eine Anwaltspflicht. Man muss oder man sollte sich auch einen Anwalt nehmen. Hohe Kosten können auf jemanden zukommen. Abhilfe schafft hier ein entsprechender Rechtsschutzvertrag für alle Bereiche, für alle Lebenslagen. Schön, dass Sie im Studio waren und uns so bereitwillig Auskunft gegeben haben. Liebe Zuschauer, wir sehen uns gleich nochmal und bleiben Sie dran. Studio 47. Wir sehen uns. Mehr als 2/3 aller Deutschen haben Angst vor den Kosten eines Rechtsstreits. Deshalb würden sie darauf verzichten, einen Anwalt einzuschalten. Dies zeigt eine aktuelle Forsa-Studie im Auftrag des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft. In der Studie wurde untersucht, wie Verbraucher sich im Falle eines Rechtsstreits fühlen und was sie von ihren Vertragspartnern wie Anwälten oder Rechtsschutzversicherern erwarten. Für über 70% der Befragten ist die finanzielle Absicherung bei einem Rechtsstreit durch eine Rechtsschutzversicherung besonders wichtig. Rund 60% der Deutschen hatten schon einmal eine rechtliche Auseinandersetzung. Jeder Zweite fühlt sich von einer solchen Situation überfordert und weiß nicht, was er tun soll. Bei der Lösung ihres rechtlichen Problems erwarten die Menschen Unterstützung und Orientierung von Freunden und Bekannten, von Anwälten und gerade auch von einer Rechtsschutzversicherung. Vor Gericht und dem lieben Gott, so sagt man, sind alle gleich. Wer verklagt wird oder selber sein Recht durchsetzen will, der muss oftmals mit einigen tausend Euro an Kosten rechnen. Dieses Kostenrisiko ist manchem zu hoch, also scheut man den Gang vor Gericht, obwohl man sich doch eigentlich im Recht befindet. Ein unkalkulierbares Risiko könnte dieses sein. Manchmal ist es eben doch eine Sache des Geldes, sein Recht auch zu bekommen. Liebe Zuschauer, wir sind wieder am Ende unserer heutigen Sendung. Damit auch Sie zukünftig Geld sparen, schalten Sie wieder ein bei Pecunia. Ich zähle auf Sie. Tschüss und bis bald. Nächstes Mal bei Pecunia. Mit zunehmendem Alter steigt auch das Risiko, pflegebedürftig zu werden. Die Kombination von Berufsunfähigkeits- und Pflegerente kann daher sinnvoll sein. Haben Sie noch Fragen zur heutigen Sendung? Dann schreiben Sie uns, wir antworten Ihnen gerne unter mail@pecunia.tv oder per Fax unter 0203 7388 015.